Ja, hallo zusammen. Digitalisierung ist ein Thema, das hier auf der Messe logischerweise viel behandelt wird, aber einem ansonsten auch jeden Tag im Alltag sowohl beruflich als auch privat begegnet. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt einen der drei Gründer von Cloud Item hier auf der Bühne begrüßen dürfen, Andreas Neumeier. Und er wird uns was erzählen zum Thema Digitalisierung für jedermann. So, hallo. Man kann mich gut hören. Andreas Neumeier von der Firma Cloud Item. Ich möchte heute ein bisschen was über Digitalisierung erzählen. Das ist ja ein heißes Thema, das betrifft viele Leute. Und ich habe ein paar ganz praktische Themen heute mitgebracht, ein paar ganz praktische Beispiele, wie man das machen kann, wie Digitalisierung wirklich für jeden etwas bringen kann. So ungefähr? Gut. Ich hoffe, es ist halbwegs selbsterklärend, aber danach kann man auch gerne noch Fragen stellen oder genau gegenüber auf unseren Stand kommen. Da können wir auch noch ein paar Details dann erklären, was ich jetzt nicht erklären kann. Ich lege einfach mal los. Wir haben was vorbereitet. Genau, im Hintergrund sieht man ein Handy. Das ist live. Das zeige ich jetzt dann, wie das geht. So, ich aktiviere mal die Kamera. Man kann es sehen. Ein leeres Holzblättchen, nichts drauf. Ich habe hier einen Drucker dabei, der wird jetzt dann gleich dieses Holzblättchen zum Leben erwecken. So, jetzt lebt das Holzblättchen, es hat einen QR-Code drauf und jetzt kann man damit etwas machen. Das zeige ich kurz, wie das geht. Der QR-Code, der wird jetzt erkannt und man kommt jetzt auf eine Webseite. Die Webseite, die man jetzt hier sehen kann, das ist wirklich nur für diesen QR-Code. Unsere Idee ist, dass man diesen Code auf Gegenstände anbringen kann, auf Dingen, hier auf dem Tisch zum Beispiel, auch auf Aufklebern und die Aufkleber an irgendwelche Gegenstände ranheftet. Und somit jeder Gegenstand, wenn er so eine Markierung erhält, zum Leben erweckt, weil man jetzt hier Informationen hinterlegen kann. Hier haben wir also eine Beispielinformation dabei. Da kann ich jetzt hier einen Text eingeben. Steht jetzt Cloud Item. Ich nenne das jetzt mal Tisch, weil es war ja ein Tisch, den ich hier markieren will. Dann brauche ich noch ein Foto vom Tisch. Ist jetzt nicht gut geworden, aber gilt schon halbwegs. Genau, hier könnte ich jetzt noch weitere Informationen hinterlegen, die wichtig sind. Zum Beispiel gäbe es die Möglichkeit, hier unten aus dem App Store weitere Apps auszuwählen. Hier kann man dann die Rechnung hinterlegen, wo ich den Tisch gekauft habe. Ich kann hinterlegen, vielleicht eine Geschichte dazu zu dem Tisch, wenn es etwas Besonderes ist. Wenn ich derjenige bin, der den Tisch herstellt, könnte ich hinterlegen das Handbuch, irgendwelche wichtigen Informationen dazu, wie man die Oberfläche behandeln muss. Wenn der Tisch aus einem besonderen Holz ist, könnte ich hinterlegen, wo das Holz herkommt. Und so kann ich diese Information hier hinterlegen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch noch festlegen, wer diese Information sehen darf, ob die Information jeder sehen darf oder nur ich. Und so kann ich eine Kommunikation aufbauen. Wenn ich ein Produkt entwickle, ein Produkt herstelle oder wenn ich zu Hause irgendetwas markiere und diese Informationen hinterlege, dann hilft das natürlich weiter, die Sachen wiederzufinden, wenn sie direkt am Gegenstand sind, weil ich da keine Ordner mehr wälzen muss oder keine gedruckten Handbücher mehr lesen muss, sondern ich kann alles direkt an dem Gegenstand erfahren. Das wäre jetzt nicht nur für eine Werkstatt interessant, für eine Holzwerkstatt, die was produziert, da kann jeder natürlich damit machen, was er möchte. Wir denken da noch einen Schritt weiter. Wir sind heute auf der Messe hier, weil wir Entwickler suchen, die hier für diesen App Store weitere Apps entwickeln. Zum Beispiel ein Kundenfeedback-Modul wäre eine nette Sache. Wenn der Schreiner den Tisch markiert, ausliefert,
dann kann der Kunde später das Kundenfeedback-Modul nutzen, das von dem Entwickler bereitgestellt worden ist, kann dort eingeben, wie ihm dieser Tisch gefällt, ob er damit Probleme hat. Vielleicht möchte der auch etwas nachbestellen, zum Beispiel ein Öl, um die Oberfläche zu behandeln. Solche Dinge können dort hinterlegt werden. Und wir suchen eben Entwickler, die Lust haben, hier Module zu schreiben, die man dann über diesen App Store hier beziehen kann. Man sieht, wir haben noch keine Funktion drin, mit der man diese Apps kaufen kann. Das soll aber später dann natürlich noch mit reinkommen, damit sich das auch für die Entwickler monetarisiert. Ein weiteres Ziel, wie das jedem persönlich nutzen kann. Ich bin leider auch einer von der Sorte, der gerne Rechnung verschmeißt. Wenn ich meine Frau nicht hätte, wäre ich völlig aufgeschmissen im Leben. Die Idee ist, dass man natürlich in meinem Haus ich alles beklebe, was ich habe, mit so einem individuellen QR-Code und dort alle Informationen hinterlegt, die für mich wichtig sind. Wenn ich die weiterverkaufen möchte, habe ich alle Informationen dabei. Vielleicht findet sich jemand, der hier eine App schreibt, eine eBay-App. Dann gehe ich hier bloß drauf, eBay-App verkaufen. Ich habe ja alle Informationen bereits in dem Objekt abgespeichert, es ist ja alles drin. Also könnte die eBay-App das relativ einfach weiterverkaufen. Ich gehe auf eBay-App verkaufen, bezahle einfach mal was an den Entwickler und an eBay und dann verkauft sich das Ding quasi von selbst, hoffentlich. So ist jedenfalls die Idee dazu. Und der Käufer bekommt dann auch alle Dokumente, die er braucht, zum Beispiel die Rechnung, wo ich sie gekauft habe. Die kann ich dann hier sehr einfach dann an den Nächsten, der mir das Objekt dann abkaufen will, weitergeben. Gut. Das war es jetzt eigentlich schon von meiner Seite soweit. Und jetzt bin ich gerne offen für Fragen, die dazu kommen. Oder wer mir noch etwas fragen möchte. Oder Viertelstunde. Gibt's Fragen? Wenn nicht jetzt, dann habt ihr auch einen Stand, glaube ich, oder? Wo, genau, direkt gegenüber. Ja, direkt gegenüber, wo man sich nochmal Informationen einholen kann, wer möchte. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Präsentation und noch einen Applaus.